weil alle Videos, an denen ich gerade arbeite, ein bisschen länger dauern, weil die jeweils über 10 Minuten lang sind und die heute leider nicht fertig werden, möchte ich euch jetzt noch ganz kurz, weil ich ein Video hochladen möchte, einen Tipp für euer Galaxy Tab S7 geben. Geht aber nicht nur dafür, sondern auch für Android- und iOS-Geräte aller Art. Ich bin aber durch das Tab S7 darauf gestoßen, weil ich damit Videos schneiden wollte und es gab in meinen Augen einfach keine wirklich gute kostenlose Möglichkeit. Klar, ihr könnt sowas wie KineMaster oder KineMaster verwenden. Das ist okay, aber zum einen müsst ihr Geld ausgeben, also monatlich, wenn ihr das Wasserzeichen nicht da haben wollt. Es hat halt auch nicht so viele Funktionen. Die sind in meinen Augen dem Preis auch einfach nicht gerechtfertigt. Also habe ich gesucht, gesucht, gesucht und bin auf eine App gestoßen und zwar den VN oder VN Video Editor. Und der ist sehr, sehr stark. Also ich bin selbst überrascht, wie gut das ist. Und das Tollste oder das Beste vorweg, es ist komplett kostenlos. Ihr könnt nicht mal Geld ausgeben. Also es gibt nicht mal In-App-Käufe und erst recht keine monatlichen Gebühren. Und das ist der Hammer. Und nicht nur das. Jetzt komme ich mir vor wie so ein Verkäufer im Teleshopping. Aber ihr habt sogar Soundeffekte und Musik da drin. Also komplett copyright-freie, die ihr verwenden könnt. Für wen ist das gut geeignet? Also ich bin der Meinung, dass es vielleicht zu viel sein könnte für Leute, die einfach nur so ihr Urlaubsvideo schneiden möchten und zusammenfügen wollen. Da gibt es einfachere Möglichkeiten, aber gerade wenn ihr das für YouTube verwenden wollt, um euren Kanal damit so ein bisschen aufzuwerten oder für TikTok oder Instagram, allgemein Social Media, dann ist das sehr gut geeignet. Und das Programm hat ein wirklich großes Feature-Set. Zum einen, und das finde ich sehr interessant, könnt ihr Videos rückwärts abspielen. Das klingt erstmal nach so einer Kleinigkeit, aber wenn man bedenkt, dass das kein anderes Videoschnittprogramm unter Android kann, dann ist das echt schon recht besonders. Denn Videos rückwärts abzuspielen kostet ziemlich viel Rechenleistung und dieses Programm kann es komplett kostenlos. Ihr habt wirklich ganz gute Übergänge, zumindest finde ich, sehen die ganz gut aus. Und nicht nur Übergänge, sondern ihr könnt auch so Effekte reinbringen. Es gibt einen tollen Picture-in-Picture-Modus, also Bild-in-Bild-Modus und den würde ich tatsächlich nicht unbedingt nur als Bild-in-Bild-Modus sehen, sondern einfach als eine zweite Spur, als eine zweite Videospur. Damit kann es dann auch mehr als viele andere Videoschnittprogramme, für die ihr sogar Geld ausgeben müsstet. Also ihr könnt hier unten eine Videospur haben und da über eine und die Fotospur, die zählt nicht mehr dazu. Das heißt, ihr könnt hier eine normale Videospur haben zu eurem Hauptvideo. Darüber könnt ihr noch ein Video legen und ganz oben könnt ihr dann noch ein Foto legen. Im Endeffekt sind es dann also drei Ebenen, die ihr haben könnt. Ihr könnt Schriften einfügen. Es soll jetzt auch kein Tutorial werden, es soll echt nur ein kurzer Tipp werden, wenn ihr ein Videoschnittprogramm braucht für euer Galaxy Tab S7 oder jedes andere Gerät, das Android oder iOS hat, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Hier nur noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Videos exportieren wollt, habt ihr zum einen die Möglichkeit, das manuell zu machen, also ihr könnt das dann auswählen, dann könnt ihr die Auflösung auswählen und am Ende habt ihr die Möglichkeit, das Video einmal zu veröffentlichen. Das wollt ihr nicht tun. Also ich meine, vielleicht wollt ihr es schon tun, aber eigentlich wollt ihr es einfach speichern. Holt es euch auf jeden Fall. Es ist ein Versuch wert. Falls ich euch damit genauso helfen konnte wie mir selbst damals, als ich es gefunden habe, lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann guckt auch gerne auf meinem Kanal vorbei und lasst dann am besten auch noch ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal und bis dann. Du suchst eine Firma, die wie dbrand oder Sleekwrap Skins herstellt, und zwar aus Deutschland, dann klick hier, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Da unten kannst du mein neuestes Video sehen und da kannst du abonnieren.